Hi, ich bin Tim von Paceit. Wir reden immer viel über Smart Trainer, aber heute zeigen wir euch, wie Indoor Cycling aussehen kann, beziehungsweise an was ihr alles bei Indoor Cycling denken müsst. Wir haben jetzt hier schon mal eine Trainingsmatte ausgerollt und ein Fahrrad auf einen Elite Zito eingespannt. Jetzt fehlen nur noch die Radklamotten und ihr könnt mit dem Training starten. Danke, Tim, für die Einführung. Genau, das Hinterrad haben wir vom Fahrrad abgebaut und an den Smart Trainer montiert. Theoretisch müssen wir jetzt nur noch aufs Fahrrad uns raufschwingen und können direkt mit dem Training starten. Auch beim Indoor Cycling werdet ihr schnell merken, dass ihr auch eine Trinkflasche mit Wasser braucht, ein Gel bzw. Verpflegung für das Training und auch ein Handtuch, um den Schweiß aus eurem Gesicht zu wischen. Essen, Trinken, Handtuch habt ihr, aber trotzdem kann das Indoor-Training sehr schnell langweilig und monoton werden. Deshalb gibt es gewisse Trainings-Apps, mit denen ihr euch mit eurem Smart Trainer verbinden könnt und ja, entweder nach Wattwerten trainieren könnt, in virtuellen Welten fahren könnt oder auch in realen Welten. Dazu gibt es verschiedene Trainings-Apps. In der Beschreibung findet ihr auch einen Link zu einer Tabelle, wo wir die unterschiedlichen Trainings-Apps einmal aufgelistet haben. Ich persönlich nutze immer Swift, so wie vielleicht auch die meisten von euch. Und ja, Swift ist ganz einfach zu bedienen. Ihr müsst nur den Smart Trainer mit der App koppeln und könnt direkt loslegen. Ihr seht schon, es ist ein bisschen unhandlich, hier den Laptop während des Trainings auf dem Lenker zu lassen. Keine Sorge, es gibt aber auch extra spezielle Indoor-Trainingstische, wo ihr euren Laptop, Trinkflaschen, Handtuch etc. abstellen könnt. Und ich zeige euch jetzt den Wahoo Kicker Desk. Ihr seht schon, so ein Tisch ist ziemlich praktisch für jedes Training. Bei uns im Shop findet ihr aber auch andere Tische für Indoor Cycling, die andere Funktionalitäten oder auch andere Designs haben. Indoor Cycling kann auch sehr schweißtreibend sein und oft reicht ein Handtuch gar nicht so richtig aus. Deshalb empfehle ich für euch immer auch einen Ventilator. Ich habe für euch hier zum Beispiel einmal den Wahoo Kicker Headwind. Der Wahoo Kicker Headwind hat vier verschiedene Windstufen. Ihr könnt es aber auch mit eurem Brustgurt koppeln. Das heißt, es wird mehr Wind gepustet, wenn euer Puls hoch ist, und es wird weniger Wind gepustet, wenn ihr wieder abgekühlt seid. So, und das ist auch schon das, was ihr eigentlich für Indoor Cycling alles benötigt. Ihr braucht auf jeden Fall euren Smart Trainer und euer Rad, damit ihr überhaupt erstmal starten könnt. Ein Ventilator hilft euch auf jeden Fall auch zu kühlen. Ihr könnt natürlich auch ein Fenster nehmen, aber da habe ich immer eher die Angst, dass ihr euch erkältet. Deshalb greift lieber zum Ventilator. Auf jeden Fall braucht ihr auch eine Ablage, um eure Trainings-App hinstellen zu können, oder auch eine Ablage, um eure Gels, Handtücher, Trinkflaschen, Handy etc. einfach abzustellen. Vielleicht ist euch in dem Video auch am Anfang die Trainingsmatte aufgefallen. Da sind wir jetzt noch gar nicht richtig drauf eingegangen. Die Trainingsmatte dient eigentlich nur dazu, ihr werdet beim Indoor Cycling sehr viel schwitzen, und damit der Schweiß nicht euren Fußboden angreift, empfehle ich auf jeden Fall so eine Trainingsmatte. Nach dem Training könnt ihr den Schweiß ganz einfach abwischen und mehr braucht ihr eigentlich auch gar nicht, um Indoor richtig gut trainieren zu können. Ich sage danke fürs Zuschauen und jetzt starte ich mit meinem Training richtig durch.